liebe Genossinnen und Genossen, da gab es jetzt noch eine Wortmeldung, weiß nicht. Nachher, okay. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will mich anschließen an dem Dank bei Frank, der eben Musik gemacht hat. Und ich finde, er hat in seinem ersten Lied, das zweite gefällt mir sowieso, da gucke ich auch den Wolfgang an, Bella Ciao, altes Kampfeslied. Aber in seinem ersten Lied hat er einen wichtigen Gedanken angesprochen. Er hat nämlich gesagt, dass es eine große Gefahr ist, wenn Menschen Angst gemacht wird und wenn Angst die Menschen entzweit. Und ich finde, da sind wir in der jetzigen gesellschaftlichen Situation, wo tatsächlich versucht wird, Menschen Angst zu machen, wo Menschen aber auch Ängste haben vor sozialem Abstieg und vor vielem mehr. Dass es Aufgabe der Linken ist, dieser Angst entgegenzutreten, indem wir das umdrehen und indem wir den Menschen Mut machen, ihn nach den 20, 30 Jahren Neoliberalismus, die ihn eingepredigt hat, jeder ist nur für sich selbst verantwortlich, jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, ihn Mut zu machen, dass wenn Menschen sich zusammentun, wenn Menschen gemeinsam für ihre Interessen eintreten, dann können wir auch gemeinsam in dieser Gesellschaft etwas verändern. Wenn wir die Solidarität, die wir predigen, nicht nur leben und gemeinsam für unsere Interessen einstehen, dann können wir auch was verändern. Ich finde das einen ganz wichtigen Gedanken, liebe Genossinnen und Genossen. Das müssen wir tun in den Betrieben, in den Schulen, in den Universitäten, in den Stadtteilen, überall dort, wo sich Menschen begegnen. Bevor ich jetzt aber anfangen will, nochmal die Eckpunkte auch einzuführen und einzubringen, bitte ich um Verständnis darum, dass ich nochmal versuchen will, an der Debatte, die wir vorhin geführt haben, anzuknüpfen und nochmal sagen, der Abend der Bundestagswahl, der 24. September, den haben viele von uns mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge verbracht. Warum? Wir hatten uns bundesweit ein besseres Ergebnis für die Linke gewünscht, aber wir haben auch uns hat große Sorgen gemacht, der gesellschaftliche Rechtsruck und das Abschneiden der Rassisten und Nationalisten, der stärker ausgefallen ist, als viele von uns es schon befürchtet hatten. Und ich finde, dass es in der jetzigen gesellschaftlichen Situation nach dieser Bundestagswahl ja nicht nur die Aufgabe, sondern die Pflicht auch unserer Fraktion im Deutschen Bundestag ist, die Rolle als konsequente soziale Opposition endlich anzunehmen, der sich anbahnenden Koalition aus CDU, FDP und Grünen kräftig Paroli zu bieten. Ich finde, den Namen Jamaika haben sie gar nicht verdient. Und deutlich zu machen, dass es sich um eine Koalition der Superreichen handelt, von denen die meisten Menschen nicht viel zu erwarten haben. Und da müssen wir doch genauso wie gegen die Rechtspopulisten ganz stark Paroli bieten. Das ist die Aufgabe der Bundestagsfraktion. Aber das Bundestagswahlergebnis hat auch Anlass zur Freude gegeben. Wir haben in Hessen gemeinsam einen intensiven, einen engagierten Bundestagswahlkampf geführt und wir gehen als Landesverband doch deutlich gestärkt aus dieser Wahl hervor. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, das ist doch euer Verdienst. Das ist der Verdienst der Kandidatinnen und Kandidaten, die einen super Wahlkampf gemacht haben. Das ist aber auch der Verdienst der vielen Mitglieder, die unermüdlich für eine starke Linke gekämpft haben. Und ich finde, wir alle gemeinsam, wir haben einen tollen Wahlkampf gemacht und wir haben hier in Hessen ein ganz starkes Ergebnis erzielt. Da können wir auch ein Stück weit stolz drauf sein. Wir haben mit 8,1% und einer Zunahme von 2,1% ein hervorragendes Ergebnis erzielt. Und das Tolle ist doch, wir haben nicht nur besonders starke Ergebnisse in den kreisfreien und Universitätsstädten erzielt, wir konnten auch in den ländlichen Regionen flächendeckend zulegen. Und das ist fast noch wichtiger, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir können uns freuen, dass wir zukünftig mit 4 Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten sind. Ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Sabine, Achim, Christine und Jörg einen ganz herzlichen Glückwunsch aussprechen. Ich glaube, ihr habt keine einfache Aufgabe da in Berlin übernommen, aber ich bin mir sicher, ihr werdet da eine tolle Arbeit machen. Dann machen wir gemeinsam Dampf. Herzlichen Glückwunsch. Es gibt uns Rückenwind für die anstehende Landtagswahl im kommenden Jahr. Und dieses Ergebnis bietet auch die Chance, angriffslustig und selbstbewusst in das Wahljahr zu gehen und konsequent für einen Politikwechsel, für ein soziales, ökologisches, friedliches und buntes Hessen zu kämpfen. Und jetzt komme ich zu den Eckpunkten, denn ein solcher Politikwechsel ist doch dringend nötig. Hessen ist ein reiches Bundesland. Die Wirtschaft wächst, die Steuereinnahmen steigen. Doch das ist nur die eine Seite der Medaille. Gleichzeitig wächst die Schere zwischen Arm und Reich.
werden 1.400 Hesseln ein Einkommen von über 1 Million Euro jährlich beziehen, sind rund 900.000 Menschen von Armut betroffen und 300.000 Menschen müssen für Niedriglohne schuften. Leiharbeit, Minijobs breiten sich weiter aus. Mittlerweile, das sind ungeheuerliche Zahlen, lebt fast jedes fünfte Kind und fast jeder vierte Jugendliche in Hessen in Armut. Zwischen dem Ballungsraum Rhein-Main und den ländlichen Regionen in Hessen wächst die Kluft. In den Städten mangelt es an bezahlbarem Wohnraum, während der ländliche Raum zum Teil zu veröden droht. Busse und Bahn platzen im Rhein-Main-Gebiet aus allen Nähten, während viele Dörfer vom ÖPNV abgehängt werden. Oft sind Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Einrichtungen in keinem akzeptablen Zustand und werden den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht. Und was macht eigentlich die hessische Landesregierung? Statt sich dieser gravierenden gesellschaftlichen Probleme anzunehmen, hält sie Woche für Woche Jubel-Pressekonferenzen ab und die schwarz-grüne Mehrheit im hessischen Landtag feiert sich Plenarwoche um Plenarwoche für ihre ach so erfolgreiche Politik. Ja, man könnte den Eindruck bekommen, als würde in Hessen Milch und Honig fließen. Aber das, liebe Genossinnen und Genossen, das ist nicht die Wirklichkeit, die sieht anders aus. Und die Bilanz von Schwarz-Grün hier in Hessen, die fällt mehr als düster aus. Aber was will man denn von einer Landesregierung erwarten, die sich in erster Linie den Interessen der Frankfurter Bankentürme verpflichtet fühlt, die, wenn es darum geht, wie Hessen sich international darstellt, zwar vom Herzen Europas spricht, aber bei der europäischen Integration an nichts anderes denkt, als wie sie aus dem Brexit Beute machen kann und europäische Institutionen nach Frankfurt holen kann, anstatt sich dafür einzusetzen, dass es auch in Europa zu einer anderen Politik kommt. Man gründet ein Finanzplatzkabinett, das sich nur mit dieser Frage beschäftigt, die EU-Institutionen nach Frankfurt zu holen, anstatt, was ich viel besser finde, ein Sozialstaatskabinett oder ein Armutsbekämpfungskabinett zu gründen, was sich den wirklichen Problemen will. Und es ist doch auch so, zwischen CDU und Grünen, und da will ich auch ein bisschen an die Debatte anknüpfen, da passt doch in Hessen kein Blatt. Am Anfang, da haben Sie von einer sogenannten Vernunftehe gesprochen. Ich halte das für Quatsch. Aber wenn man diesen Begriff nimmt, dann kann er ja jetzt schon gar nicht mehr zutreffen. Aus dieser sogenannten Vernunftehe ist eine echte Liebesheirat geworden. So sind die aneinander geklettet mittlerweile. Und weil es auch dazu einen Änderungsantrag gibt, wie wir mit diesen Parteien uns auseinandersetzen. Ich will was zur CDU sagen. Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass sich die hessische CDU durch die Koalition mit den Grünen zwar ein freundlicheres Image verpasst hat, aber dass hinter dieser Fassade noch tief die Rechtsaußentradition von Dregger, Kanter, Koch verharrt, dann ist es die völlig inakzeptable Entscheidung, die Wilhelm-Leuschner-Medaille an Roland Koch zu verleihen. Denn die politische Persönlichkeit Roland Koch steht dieser Ehrung fundamental entgegen. Erinnern wir uns, Roland Koch hat im Wahlkampf 1999 eine rassistische Kampagne gegen die doppelte Staatsbürgerschaft geführt. Er hat mit der sogenannten Operation Sich für Zukunft 2004 das brutalste Sozialabbauprogramm der Landesgeschichte durchgesetzt. Er hat diese unsozialen Hartz-Gesetze im Bundesrat vorangetrieben und er hat öffentliches Eigentum wie die Universitätskliniken Gießen und Marburg verscherbelt. Er war tief in die Affäre um die als sogenannte jüdische Vermächtnisse getarnten Schwarzgeldkassen der hessischen CDU verstrickt. Und, erinnert euch, 2008 zog er mit einer Ressentiment geladenen Kampagne Ypsilanti, Al-Wazir und die Kommunisten stoppen gegen eine Zusammenarbeit von SPD, Grünen und Linken in den Wahlkampf. Ich finde, die hessische CDU beschädigt das Erbe des antifaschistischen und Widerstandskämpfers Wilhelm Leuschner. Und wir als Linke sollten da energisch und deutlich gegen protestieren. Liebe Genossen. Und das Traurige ist doch, von den Grünen ist das nicht mehr zu erwarten. Sie haben sich auf dem Weg in die Arme der CDU meilenweit von ihren einzigen politischen Zielen entfernt. Sie haben sich an den Angriffen auf das Asylrecht beteiligt durch die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten. Sie sind in ihren Kernthemen Verkehrswende und Energiewende kein wirkliches Stück vorangekommen. Und wenn ja, dann setzen Sie auf die Idee eines Green New Deal, einer grün angehauchten Modernisierung des Kapitalismus.
Was ist aber der falsche Weg? Was wir brauchen, ist die Erkenntnis, dass Kapitalismus sich nicht mehr ökologisch gestalten lässt, dass der Kapitalismus unsere ökologischen Grundlagen zerstört. Deswegen brauchen wir keinen Green New Deal, sondern wir brauchen eine sozial-ökologische Umgestaltung des Kapitalismus, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen eine Investitionsoffensive in die öffentliche Infrastruktur. Die öffentliche Infrastruktur ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten auf Verschleiß gefahren worden. Wir brauchen bezahlbares Wohnen, wir brauchen Investitionen in Schulen, Krankenhäuser, in Busse und Bahnen und wir wollen auch in Hessen Armut und prekäre Beschäftigung endlich besser bekämpfen und den riesigen Reichtum gerechter besteuern. Im Rhein-Main-Gebiet und in den Universitätsstädten fehlt es an allen Ecken und Enden an bezahlbarem Wohnraum. Und während viele Menschen verzweifelt eine bezahlbare Bleibe suchen, da verdienen sich Privatinvestoren mit Spekulationsgeschäften und mit Investitionen in sogenanntes Betongold dumm und dämlich. Die Zahl der Sozialwohnungen hat sich in Hessen seit 1990 halbiert. Jetzt rächt sich, dass der Staat sich aus der sozialen Wohnungsversorgung herausgezogen hat und alles dem Markt überlassen hat. Damit muss Schluss sein. Wir wollen den Bau von 10.000 Sozialwohnungen jährlich und wir wollen nicht mehr die Wohnraumversorgung dem Markt und den Profitinteressen überlassen, sondern es ist eine öffentliche, eine staatliche Aufgabe, liebe Genossinnen und Genossen. Und es geht dabei ganz grundsätzlich um die Frage, wem gehört die Stadt oder welche Interessen stehen in der Stadt im Mittelpunkt? Und das Land? Und das Land kommt. Das Land kommt. Und ich finde auch, dass Eigentum verpflichtet, wie es im Grundgesetz heißt. Und das gilt auch für dringend benötigten Wohnraum. Das heißt, in Fällen von großer Wohnungsnot ist es auch Aufgabe der öffentlichen Hand durchzusetzen, dass im Zweifel spekulativer Leerstand auch beschlagnahmt wird, liebe Genossinnen und Genossen. Die Linke hat die Aufgabe, auch dieser Frage Eigentumsfragen zu stellen. Ja, richtig, auf dem Land, da stellen sich die Probleme ganz anders. Es ist doch kein Wunder, dass Menschen den ländlichen Raum verlassen, wenn dort kein Bus mehr fährt, wenn Schulen geschlossen werden, das Internet lahmt und die ärztliche Versorgung ausgedünnt wird. Und deswegen ist es Aufgabe der Linken, für gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu kämpfen. Und dafür brauchen wir endlich eine strukturpolitische Offensive für den ländlichen Raum. Und dieser Gedanke trägt, glaube ich, auch maßgeblich mit die Eckpunkte. Und wir brauchen Investitionen in unsere Schulen. Das Deutsche Institut für Urbanistik hat berechnet, dass der bundesweite Investitionsstau im Schulbereich 33 Milliarden Euro beträgt. Und was macht die Landesregierung? Die ist noch nicht einmal bereit, eine Bedarfsanalyse zum Sanierungsstau in Hessen zu machen. Das kann ich auch verstehen, denn wenn sie eine Bedarfsanalyse machen würden, dann würde nämlich dabei rauskommen, dass ihre viel zu kleinen Kleckerinvestitionsprogramme bei weitem nicht ausreichen, um den Sanierungsstau in hessischen Schulen aufzulösen. Und deswegen bin ich schon jetzt der Gewerkschaftserziehung und Wissenschaft dankbar, dass sie dieses Thema in den nächsten Landtagswahlkampf tragen wird. Lasst uns diesen Landtagswahlkampf auch zu einer Auseinandersetzung machen. Wie ist es um unsere Schulen bestellt? Und wir brauchen eine echte Investitionsoffensive in unsere Schulen. Und weil das zum Thema Bildung und Infrastruktur dazugehört, will ich meine Zeit dafür nutzen, ein Missverständnis aufzuklären. Es ist ja schön, wenn sich die Landesregierung jetzt dafür rühmt, dass sie die Kita-Gebühren in Hessen abgeschafft hat. Aber liebe Genossinnen und Genossen, lasst euch nicht einlullen. Schaut genauer hin, was da eigentlich passiert. Die Kita-Gebühren werden nämlich nicht einfach für alle abgeschafft, sondern es ist im U3-Bereich so, dass nur die Gebühren der Eltern ersetzt werden für 6 Stunden. Viele Menschen brauchen aber für den gesamten Arbeitstag eine Kita-Betreuung und denen ist mit diesen sechs Stunden nichts geholfen. Gleichzeitig spielt die hessische Landesregierung die Kommunen gegeneinander aus, weil sie gibt nur einen allgemeinen Durchschnittssatz und gerade ärmere Kommunen, die die Gebühren erhöhen mussten, müssen jetzt gucken, wie sie das von der Landesregierung orchestrierte Versprechen umsetzen müssen und schlussendlich nimmt die Landesregierung die Hälfte des Geldes aus dem kommunalen Finanzausgleich. Das heißt, sie nimmt den Kommunen auch noch mal Geld weg. Und wenn es sich jetzt
ein Stück weit bewegt und wir in Richtung einer kostenfreien Kita-Betreuung kommen, dann ist das als letztes das Verdienst der Landesregierung, die jetzt noch auf den Zug aufgesprungen ist, sondern es ist das Verdienst der vielen Menschen, die sich seit vielen Jahren für eine bessere und gerechtere Kita-Betreuung einsetzen, für eine kostenfreie Kita-Betreuung. Und das ist ihr Erfolg und es zeigt, wer kämpft, wer sich engagiert, der kann auch Druck entfalten, auch wenn wir noch ein bisschen drauflegen müssen, damit wir in Hessen dann tatsächlich wirklich eine kostenfreie Kita-Betreuung bekommen und auch eine Qualitätsoffensive, gute Arbeitsbedingungen und ausreichende Plätze. Das sind, glaube ich, die Themen der Linken, liebe Genossinnen und Genossen. Müssen besser finanziert werden, um den Arbeitsdruck bei den Kolleginnen und Kollegen in der Pflege abzumildern, um die Bedingungen der Patientenversorgung zu verbessern und weitere Privatisierungen zu verhindern. Und ich möchte an dieser Stelle meine solidarischen Grüße, und ich finde, wir alle sollten unsere solidarischen Grüße an die Kolleginnen und Kollegen des Universitätsklinikums Gießen und Marburg und an anderen Krankenhäusern richten, die in den letzten Wochen mit Warnstreiks für einen Tarifvertrag für Gesundheitsschutz und Entlastung den Arbeitgeber an den Verhandlungstisch gezwungen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Linke in Hessen steht an eurer Seite. Es bleibt dabei, Gesundheit ist keine Ware und Krankenhäuser gehören in öffentliches Eigentum. Und überhaupt, Privatisierung darf, egal in welcher Form, kein Mittel der Politik sein. Deswegen werden wir uns allen Privatisierungsvorhaben auf der Ebene des Landes, aber auch in den Städten, Gemeinden und Landkreisen weiter entschieden entgegenstellen und werden dafür kämpfen, dass wir auch vormals privatisiertes öffentliches Eigentum wieder zurückholen können. Liebe Genossinnen und Genossen, und wir wollen die Armut bekämpfen, wir wollen den öffentlichen Personennahverkehr ausbauen, statt auf das Millionengrab Kassel-Calden zu setzen, einen Flughafen, den kein Mensch braucht. Wollen wir, dass der ÖPNV in Hessen ausgebaut wird, dass Mobilität und Klimaschutz zusammengedacht werden und dass die Menschen in der Zukunft in Hessen den ÖPNV zum Nulltarif nutzen können. Und einige mögen uns dafür als Spinner verschreien. Ich bin mir aber sicher, liebe Genossinnen und Genossen, der Idee des Nulltarifs im ÖPNV, dieser Idee gehört die Zukunft, weil wir unsere Mobilität anders regeln müssen, wenn wir das Klima schützen wollen und wenn wir dafür sorgen wollen, dass jeder Mensch das Recht auf Mobilität hat. Ich sage jetzt nichts mehr dafür, dass es auch verdammt nochmal die Aufgabe der Linken ist, für die Solidarität und Gerechtigkeit und ein gutes Leben aller hier lebenden Menschen zu kämpfen. Und dass wir das Spiel nicht mitmachen, was rechte Populisten versuchen, dass sie die einen gegen die anderen ausspielen. Wir bleiben dabei und ich bin stolz auf diesen Landesverband, dass wir das in zahlreichen Beschlüssen deutlich gemacht haben. Die Linke in Hessen kämpft dafür, dass alle Menschen ein gutes Leben haben, egal wie lange sie schon hier sind. Die, die schon da sind und die, die dazugekommen sind. Und wir machen in den Auseinandersetzungen immer wieder deutlich, die Grenze verläuft nicht zwischen den Menschen und auch nicht zwischen verschiedenen Ländern, sondern die Grenze, liebe Genossinnen und Genossen, die verläuft noch immer zwischen oben und unten. Und wer sich diesen Aufgaben annehmen will, der muss es doch, und wer es ernst meint mit einem Politikwechsel, der muss doch endlich eine gerechtere Besteuerung der Reichenden und Vermögenden in diesem Land durchsetzen, damit starke Schultern sich endlich angemessener an der Finanzierung des Gemeinwesens beteiligen. Wir wollen, dass das Land Hessen endlich eine Bundesratsinitiative für die Wiedereinführung der Vermögenssteuer unternimmt, denn dieses Geld käme direkt dem hessischen Landeshaushalt zugute. Und die Landtagsfraktion wird eine entsprechende Studie auf den Weg bringen, wo wir nochmal berechnen, was mit an Mehreinnahmen zu erwarten wäre, wenn wir endlich die Kraft hätten, die Vermögenssteuer durchzusetzen. Der hessische Finanzminister behauptet, er kämpfe für Steuergerechtigkeit. Und er wird nicht müde zu behaupten, Steuerhinterziehung den Kampf anzusagen. Aber ich sage, wenn er das ernst meint, dann sollte er aufhören zu dulden, dass Fraport, an dem das Land Hessen beteiligt ist, eine Tochtergesellschaft in der Steueroase in Malta hat, liebe Genossinnen und Genossen. Herr Finanzminister, wenn Sie den Kampf ernst meinen, dann schließen Sie den Briefkasten auf Malta. Ich glaube, es ist die Aufgabe der Linken, in diesem Landtagswahlkampf für einen Politikwechsel zu kämpfen. Ein Politikwechsel, der deutlich macht, Hessen braucht eine andere Politik. Und lasst uns keine Scheindebatte über die Frage führen, ob wir
heute nun bereit wären, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben es doch in der Vergangenheit gezeigt. Wer war es denn 2008, wer verhindert hat, dass SPD, Grüne und Linke da eine Mehrheit auf die Beine stellen? Das waren vier Abweichler in der hessischen SPD. Wer war es denn 2013, als es darum ging, Rot-Rot-Grün zu machen? Es waren die hessischen Grünen, die in der Einhaltung der Schuldenbremse wichtiger war als Investitionen in die öffentliche Infrastruktur. Und deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, wir bleiben bei unserer Linie. Wir wollen einen Politikwechsel, wir verschließen keine Tür. Aber ein Regierungswechsel allein, das reicht nicht. Wir gehen jeden Schritt in die richtige Richtung und wir unterstützen einen Politikwechsel. Ich möchte jetzt abschließen, weil ich meine Zeit ein bisschen überzogen habe, mich bei euch allen bedanken. Ich glaube, dass ich versucht habe, jetzt die Grundgedanken der Eckpunkte zu skizzieren. Ich möchte mich bei allen bedanken, die sich zum Teil sehr intensiv, verzeiht mir dieses Argument manchmal auch ein bisschen kleinteilig, in die Diskussion um unsere Eckpunkte beteiligt haben. Ich habe den Eindruck, vielleicht ist es uns nicht immer genug gelungen zu kommunizieren, es handelt sich um Eckpunkte und nicht um ein vollständiges Landtagswahlprogramm. Die letzte Beratung hat mich sozusagen ein bisschen das Mittagessen gekostet, weil wir noch im Landesvorstand beraten haben, welche Anträge wir übernehmen. Aber was ich sagen will, ich finde, wir haben die Chance, auf der Grundlage der Änderungsanträge eine gute Debatte zu führen. Und ich habe den Eindruck, dass wir als Hessischer Landesverband, wenn wir dabei bleiben, dass wir zwar inhaltlich in der Sache hart streiten, aber dass wir, wenn es darauf ankommt, das gemeinsam in den Vordergrund zu stellen. Und wenn wir jetzt einen Prozess einleiten, Eckpunkte, die Aufstellung eines Wahlprogramms und dann die weitere Organisation des Landtagswahlkampfs. Und wenn es uns gelingt, die vielen, vielen Mitglieder in Hessen dazu einzubeziehen und einen lebendigen und aktiven Mitgliederwahlkampf zu führen, dann haben wir die Chance, 2018 gestärkt in den Hessischen Landtag wieder einzuziehen. Ich finde, das ist unsere Aufgabe. Wir haben eine große Chance und ich bin mir sicher, das schaffen wir gemeinsam. Vielen Dank und verzeiht mir, dass ich jetzt zweimal die Minuten überzogen habe.